Okay, läuft. Ah, da muss ich jetzt noch hier bestätigen. Ja, genau. Okay. Genau, perfekt, super. Ja, erstmal hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen, Sinje. Ich freue Ja. mich sehr, dass du heute da bist und uns ein bisschen was über dich und deine Projekte, deine Arbeit erzählst. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Okay, von mir auch erstmal ein herzliches Willkommen, ein freundliches Hallo. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und ich denke, wir starten direkt damit, dass du uns einmal erzählst, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Oh ja, das sind so kurze Fragen, die es in sich haben. Ja. Also ich bin Coach und naja, gut, das ist so ein Allerweltsbegriff. Coach kann sich vieles nennen. Also ich war bis vor kurzem, eigentlich bis Ende des Jahres, habe ich an einer Hochschule ein akademisches Auslandsamt geleitet. War früher schon selbstständig als Kommunikationstrainerin nebenher tätig, also vor 10, 12 Jahren schon. Habe auch vor langem schon mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das hatte ich immer so im Hinterkopf und bin jetzt in meinem Job eben an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so, das macht mich nicht mehr glücklich, das ist nicht mehr das, was ich möchte. Ich hatte auch ein Burnout, also habe auch einiges mitgemacht so die letzte Zeit. Und das hat mich alles dazu geführt, mich zu entschließen, mich neu aufzumachen und eher meiner Berufung zu folgen. Wobei ich sagen muss, das war schon auch meine Berufung, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, viele Jahre lang. Ja, aber die Dinge verändern sich natürlich auch, man selber verändert sich und ja, die vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die kann ich halt heute einfach auch nutzen. Und ich habe das Gefühl, ich muss was weitergeben. Also das, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, möchte ich einfach auch weitergeben und es anderen Leuten leichter machen, durch Krisen zu kommen oder in schwierigen Situationen oder wenn sie sich verändern wollen, ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen, was ja so in meinem Alter, so mit Anfang 50 ist es ja sehr, sagen wir mal, bin ich ja nicht allein damit, bin ich ja Ganz kein bestimmt Sonderfall, nicht. Genau. sind ja viele so unterwegs, ja. Und ich habe auch jetzt so in, ich habe auch mein, also ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht im letzten Jahr. Habe da angefangen mit einem Practitioner, weil es mich einfach mal interessiert hat, fand es so spannend und habe gedacht, ich habe da immer, es war immer für mich sowas, so, nee, das ist mir nicht so geheuer. Und das hat sich komplett gewandelt. Also ich bin total begeistert. Habe dann auch den Master noch gemacht im Herbst, habe noch einen Hypno-Coach gemacht, also habe mich quasi letztes Jahr mit fast nichts anderem beschäftigt. Das ist aber nicht das, womit ich, also klar arbeite ich dann damit, aber das ist nicht mein Stempel, weil ich auch gemerkt habe, die Leute wollen nicht, oder ich habe mir auch selber überlegt, wenn ich jemanden suche, dann will ich, dass der weiß, was ich gerade durchmache. Und wozu ich Hilfe brauche, ja, und wie ich da rauskomme, ja. Und nicht, was der alles schon Tolles gelernt hat und kann und was er alles für Tools hat. Weil ich meine, da habe ich mich auch in den letzten 20 Jahren mit so vielen Sachen beschäftigt. Ja, aber jetzt ist also mein Fokus ist schon erstmal auf dem Einzelcoaching, also dass ich Menschen begleiten möchte, die sich eben beruflich oder privat verändern möchten oder eben auch auf Krisen reagieren möchten, auf schwierige Umstände oder damit lernen umzugehen, ja, ohne sich selber aufzufressen dabei. Weil das habe ich alles gemacht, aber das muss ja nicht jeder. Und ja, habe da für mich aber auch so viel gelernt, dass ich sage, es geht auch einfacher und es geht besser. Und ich wäre froh gewesen, ich hätte vor ein paar Jahren jemand gehabt an meiner Seite, der mich da ein bisschen begleitet, und mich da einfacher durchbringt.
Das kann ich gut verstehen. Sini, ich habe mal eine Frage. Wie Ja. sieht das aus? Arbeitest du online, offline oder beides im Büro? Wahrscheinlich beides. Also ich habe im Moment auch noch gar keinen Raum. Also wie gesagt, ich bin gerade erst dabei, meine Story zu schreiben, mir einen Businessplan zu machen. Also das ist alles noch Ja. irgendwo in den Anfangsschuhen. Habe aber schon viel Pläne für dieses Jahr. Also ich will bis zum Herbst will ich mein Business stehen haben. Das heißt nicht, dass ich nicht schon vorher anfange, weil ich kann ja nicht erst anfangen, wenn ich alles schon fertig habe. Das stimmt. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage? Ging um online oder offline? Oh ja, genau. Also beides, also von dem her ist das für mich jetzt auch eine gute Übung, weil ich bin selber schon mal online gecoacht worden. Okay. Und das war jetzt im Frühjahr meine erste Berührung damit. Und es war so, also das ist zufällig entstanden, auch über Facebook. Und da hat mir dann jemand angeboten, ein Gespräch mit mir zu führen. Und das war so gut und das hat mich so beeindruckt, weil ich eigentlich, also ich brauche die Leute eigentlich schon bei mir. Also weil ich viel auch so Energien spüre. Wobei ich denke, das kann man aber, das geht auch am Bildschirm. Also das ist, zuerst dachte ich so, ja, nee, aber ich glaube schon, weil ich meine, der Radius ist viel zu klein. Woher kriege ich, also wie finden die Leute mich? Ja, und ich meine, ich lebe jetzt nicht in der Großstadt, ich lebe in der kleinen Stadt. Ich sage, da ist das Einzugsgebiet jetzt auch nicht so oder das Klientel vielleicht nicht so. Und dann habe ich natürlich noch den zweiten Punkt, dass ich sage, warum ich es auch online mache, ist, weil ich auch nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränkt bin. Weil ich hatte in meiner Arbeit, also Englisch ist quasi meine zweite Sprache und ist für mich auch, auch das Coaching, was ich da selber hatte, war auch auf Englisch. Und ich sage, das kann, also ich beschränke mich dann ja auch nicht auf den deutschsprachigen Raum. Nur das macht Und Sinn. ja. Und ich meine, ja, und nur analog, ja, die Welt ist halt nicht mehr analog. Nee, das stimmt. Und es erleichtert ja auch vieles. Man kann auch mal auf Reisen sein und trotzdem problemlos eine Kundin, eine Klientin bedienen, ne? Also oder Ja. Klienten. Also insofern, das ist schon toll. Das Ja, und hat viele große Vorteile. auch für die Klienten. Also ich meine, sie Ja. müssen erst irgendwo 1,5 Stunden hinfahren und sich einen halben Tag Zeit nehmen oder was weiß ich. Also Ja, ja. genau. Ja. Ja, das hat natürlich mega Vorteile. Also, wo genau steckst du denn? In Biberach. Biberach, alles klar. Das weiß ich nicht, ob euch das was sagt. Das liegt Bin ich zwischen. Autobahn öfter vorbeigefahren. Es liegt zwischen Stuttgart und Bodensee, würde ich jetzt mal Ah, sagen. okay. Im Schwabenländle. Ja, schöne Ecke. Genau, ja. Ja, ich habe Familie da unten. Ich bin aber nicht so oft da, weil es ist ja doch eine Strecke zu fahren, ne? So 5, 6 Stunden fahre ich von hier. Ja, okay. Ja, ist ja auch nicht so zentral. Also ist ja schon sehr weit im Süden. Ja, ich bin ganz im Gegenteil halt sehr weit im Norden. Ja. Insofern, ich bin in Cuxhaven, also Okay, oberhalb von Bremen, insofern. das ist auch sehr schön da. Ja, aber eben auch weit ab vom Schuss. Ja, genau. Ja. Ja, sehr spannend. Bis Herbst willst du soweit alles aufgebaut haben und aber stehst vorher Kunden, Klienten, die Interesse haben, auch schon zur Verfügung. Ja, also das ist jetzt schon so. Aber ich habe eben so überlegt, was muss ich alles tun? Also es ist auch so, dass ich ja, wie gesagt, meinen Job aufgegeben habe. Und ich werde wahrscheinlich einen Gründungszuschuss bekommen. Ja. Da habe ich mir auch schon so den zeitlichen Rahmen gelegt. Also da brauche ich auch ein bisschen Vorlauf, weil das ist ja dann auch nur ein halbes Jahr. Und Genau.
In einem halben Jahr baut man kein Business auf. Nee, zumindest nur, es kann loslaufen, aber es ist ja, halt noch genau, nicht. Genau. Und, ja. Ja, und jetzt in der Zeit eben kann ich viel mehr meine Sachen gestalten, vorbereiten, Businessplan machen, alles, was organisatorisch drumherum ist, erledigt und das Ganze. Marketing aufsetzen und so. Also das sind ja auch Sachen, mit denen ich mich noch nie befasst habe. Aber das Schöne ist ja, wenn man mal losläuft in eine Richtung, dann ergeben sich ja so viele Sachen und ich merke das jetzt schon. Also ich habe jetzt schon, ich war auf einem anderen Seminar und da war ich eher so, da ging es eben so um Tools für Coaches, also so um Sachen aufzufrischen nochmal. Und da war einer dabei, der sich wahnsinnig gut im Marketing auskennt und der hat dann und da waren ein paar von uns, die Interesse dran hatten und daraus hat sich jetzt quasi, er macht für uns ein Seminar und wir treffen uns im März wieder und hat jetzt von uns ja schon ganz viel Input gekriegt und will das mit uns da aufsetzen, was ich natürlich super finde, das hat uns so ein bisschen diese Aversion davor genommen. Und ich habe dadurch auch entdeckt, also wirklich Marketing war so gar nicht mein Thema. Das war auch, warum ich früher mich damit gar nicht so befassen wollte, weil ich gesagt habe, ich mag mich nicht verkaufen. Und habe gerade heute mit jemandem darüber gesprochen und ich sagte, ja, das habe ich in meinem Job auch immer gemacht. Ich habe halt die Hochschule verkauft, ich habe die an die Partnerhochschulen, also klar, aber da war es halt nicht ich, da war es halt ein anderes das Produkt, Gefühl. Ja genau, und es war nicht, wenn es doof war, war es nicht meins. Aber man hat auch so ein bisschen die Möglichkeit, wenn was nicht funktioniert, einfach zu sagen, Entschuldigung, das ist einfach so, da kann ich nichts dran machen. Das sind die Abläufe oder wie auch immer. Ja, wenn genau. man sich selber vermarktet, ist natürlich irgendwo schwierig zu sagen, das sind die Abläufe. Wir sind ja in der Lage, vieles zu ändern. Ne? Ja, so ist es. Ja, aber am Ende ist der Punkt ist eben dieses zu sich stehen. Und ich habe halt auch irgendwann verstanden, okay, es geht nicht darum, dass ich mich mit dem Thema nicht befassen will oder das nicht machen mag, sondern dass ich noch an meinem Mindset arbeiten muss. Und das hat sich eigentlich jetzt so die letzten 2-3 Monate, also ich glaube, das kommt dann auch damit, also für mich kommt es damit, wo ich mich selber committe und sage, ja, ich bin das jetzt. Also nicht, ich möchte mich mal selbstständig machen, sondern ich bin jetzt Coach. Ja. Und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich den Leuten geben kann. Also was ich... Und ich weiß auch, das war für mich zum Beispiel früher auch so eine große Hürde, dass ich gedacht habe, die Leute, ich bin verantwortlich dafür, dass wenn jemand zu mir kommt, der auch das kriegt, was er braucht und vor allem das Ergebnis erzielt, das er erwartet. Und ja, genau. Und da hat es bei mir irgendwann einen Klick gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, dafür bin ich nicht verantwortlich, weil das geht gar nicht. Ja, also ich bin ja nicht, so allmächtig bin ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich kann nur andere Fragen stellen, als er sich selber stellen würde. Genau. Und, kann quasi einfach, wie sagt man so schön, die Basis bereiten, dass die Körnchen, die gesät sind, einfach irgendwann wachsen können. Ne? Aber dafür ist eben erst zum Gießen und so ist eben der Kunde dann selber verantwortlich. Ja. Auch den Raum schaffen dafür. Ja, also ich habe gemerkt, dass die Leute das oft schon was, also diesen geschützten Raum zu schaffen und zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen, das ist schon, denke ich, ein guter Bereich. Und das hat für mich auch so ein bisschen den Druck weggenommen. Also so, weil das hängt ja damit zusammen, wenn ich sage so, also wenn ich mich dann verkaufen will, dann muss ich ja quasi von vornherein wissen, das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, bin ich schuld. Ja, das ist in vielen anderen Bereichen ist ja auch so das Gefühl. Irina sagt immer, das muss am Ende, muss das Logo oder was auch immer sie entwirft, für den Kunden perfekt sein. Und das ist natürlich eine andere Ausgangssituation als bei uns. Wir sagen, wir bieten dir vieles an, aber letztendlich musst du selber entwickeln und eben auch arbeiten dran,
Ja, letztendlich hast du es auch selber in dir. Ich kann ja da nicht reingucken. Nee. Ich kann nur versuchen, dir helfen, zu helfen, das rauszuholen, das zu entdecken. Genau. Also die Räume da drin zu entdecken. Ja. Mhm. Also ich hatte mal irgendwie so das Bild davon, so mit demjenigen da reinzugehen und zu sagen, ich mach dir mal, wir machen jetzt die Räume auf und du guckst mal rein. Ja. Wir machen mal ein bisschen Licht da drin. Und, das ist ein schönes Bild. Ja. Eine Metapher, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Wenn zwei Coaches sich finden. Wir können jetzt lang weitersprechen. Ja, scheinbar. Das war auch nicht schlimm. Wir hatten auch schon Interviews, die waren andersrum, da war Ina etwas stiller. Genau, insofern. Das gleicht sich immer irgendwann wieder aus. Absolut. Auf jeden Fall. Das heißt, Ina ist der Coach und du, Irina, bist die Marketing- oder Grafikfrau. Genau, Grafikdesign, ganz genau. Also den Ina baut die Marke von innen heraus und ich gebe dem Ganzen das äußere Erscheinungsbild letztendlich. Schön. Ja. Das ist genau unsere Kernkompetenz, so mal kurz in einem Satz gepitcht, ne, Ina? In einem Satz haben wir auch lange dran gearbeitet. Untergebrochen. Ja, das ist ja Goethe schon gesagt. Gell? Ich wollte dir einen kurzen Brief schreiben, aber ich hatte keine Zeit dazu. Genau, genau. So ist es. Ja. Genau. Ja, Irina, hast du noch irgendwelche Fragen an Sinje? Im Moment tatsächlich nicht. Wie gesagt, ihr wart da ja jetzt schon so tief drin. Ich habe da gespannt zugehört. Wenn du noch was hast, Ina? Nee, ich habe gerade überlegt, aber da kamen so viele Antworten schon von ganz alleine, ohne dass Fragen da waren. Also perfekt. Ich glaube, unsere Mitglieder in der Gruppe und wir auch durften dich jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir und ich freue mich total, dass du dabei bist und wir können uns gerne zwischendurch mal austauschen, so von Coach zu Coach und so. Ja, super gerne, ja, also ich freue mich auch total, euch gefunden zu haben. Ja, schön. Und bin auch gespannt, was dann so von, also die anderen Vorstellungsvideos, was da so kommt, weil das kenne ich jetzt eben so nicht und finde ich total toll, also weil man sich da ganz anders kennenlernt. Und auch vielen Dank für die Gelegenheit, die ich jetzt mal hatte, mich da mal so auszuprobieren. Gerne, kein Problem. Du kannst das Video jetzt auch frei für dich nutzen, auf deinen Kanälen, wo auch immer du das öffentlich machen möchtest, kein Problem. Okay, also das heißt, ihr stellt es ein und dann kann ich das quasi da rausholen, oder? Link. Ne, wir werden es irgendwie, ich weiß nicht, Wochenende oder Anfang der Woche einstellen in der Gruppe und dann zeitgleich bekommst du von mir den Link für Zoom, also für die Aufzeichnung. Und da kannst du es dir einfach runterladen und dann hast du das für dich und darfst es nutzen. Ja, schön. Alles klar. Super. Ja, ich freue mich auch. Bin auch gespannt, was so passiert und werde natürlich gerne euch auf dem Laufenden halten und bin auch gespannt, was ich so von euch noch lerne und kennenlerne. Ja, super. Also es wäre schön, wenn du aktiv in der Gruppe dabei bist. Du musst natürlich nicht ständig und täglich da irgendwie agieren, aber je aktiver das Ganze ist, je mehr lebt es natürlich. Vielleicht hast du ja auch schon ein paar Videos angeguckt von den anderen. Es gibt ja schon ein paar. Nee, also da habe ich tatsächlich noch nicht. Ich wollte jetzt auch einfach da ganz unbefangen reingehen, genau. Ja. Und werd jetzt mal schauen, genau, was die anderen so erzählen. Genau. Ja, es ist total spannend. Es ist echt eine wild gewürfelte Gruppe aus unterschiedlichen Expertenbereichen. Und ich denke, das ist genau das, was es so spannend macht. Und so haben wir uns das auch vorgestellt. Und dieses Videoformat ist tatsächlich, denke ich, einmalig. Ich glaube, es macht keiner. Ja, das ist ziemlich erlebt, ja. Ja. Wir haben aber gedacht, weil diese Gruppenvorstellungen immer sehr, sehr schwerfällig sind. Wir haben auch jetzt hier in der Gruppe leider immer noch einige, die sich überhaupt noch gar nicht zu Wort gemeldet haben, weder in der Vorstellung noch irgendwo im Piep. Okay. Und wir hoffen, sie kommen noch irgendwann mal raus und trauen sich. Und das wäre halt so, dass wir gedacht haben, das fällt einfach ein bisschen leichter, wenn man in dieses Videoformat geht, in dieses Vorstellungsformat, und dann hat man einfach auch einen besseren Eindruck, wer sind wir
und wir wissen ein bisschen mehr, wen haben wir eigentlich so in der Gruppe drin und kann dann einfach auch ein bisschen besser für sich gucken, passt das oder nicht. Ne? Ja. Also ich finde, das ist einfach eine geniale Geschichte. Ja. Finde ich auch, ja. Super, danke. Super, prima. Ja, dann sag mal, kurze Frage, bist du am Donnerstag eventuell dabei bei unserem Brainstorming vormittags? Irgendwas habe ich gelesen, aber ich hatte jetzt auch so viel um die Ohren. Was ist das? Ja, noch mal reinschauen. Irina, vielleicht erzählst du, das ist ja dein Bild. Nö, das ist nicht nur meins. Naja, ich habe einfach nur, ich bin ja die kreative und spontane und Ina ist die strukturierte. Okay. Deswegen, ich habe einfach mal überlegt, dass es ganz nett wäre, vielleicht, dass wir eine Brainstorming-Runde starten. Und da hatten sich ein paar Interessierte gemeldet. Das soll jetzt am Donnerstag um 10.30 Uhr. 30. Genau. Wir das stattfinden, auch wieder hier in so einem Zoom. In einem geschlossenen Raum. Und das Thema ist eigentlich Businesswachstum wieder. Genau, Businesswachstum, Businessaufbau. Einfach mal drüber ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen Ideen austauschen. Vielleicht auch ein bisschen, was hat schon geklappt bei dem einen oder anderen, was hat überhaupt nicht funktioniert, um einfach sich gegenseitig ein bisschen zu unterstützen, weiterzukommen einfach. Ne? Also hört sich super an. Also da kann ich natürlich noch nicht so viel dazu beitragen. Also ich kann sicher was lernen. Aber da ich da selber dann noch keine Erfahrung damit habe. Ideen, die du auch dann beitragen kannst, die einfach in dem Moment kommen. Und Brainstorming ist ja nun mal völlig ohne Bewertung, ohne Überlegen, funktioniert das oder funktioniert es nicht, sondern erstmal wirklich einfach reinschmeißen, was ist spannend, wo hätte ich mal Lust zu. Und dann können wir ja locker nochmal drüber sprechen, wenn jemand das schon mal ausprobiert hat oder einige Sachen, wie es funktioniert hat. Ja, gerne. Also ich bin gerne dabei. Also ich finde auch gerade dieses Unbedarfte richtig gut. Dieses vielleicht noch nicht immer alles schon genau wissen, weil dann ist man mal in der Lage, um die Ecke zu denken und auch über den Tellerrand. Ja, genau. Das ist definitiv so. Das halte ich für sehr wertvoll. Okay. Gut, dann, der Link wird dann am Donnerstag dann, das heißt am Mittwoch stelle ich den einfach in die Gruppe ein. Ja. Also müsste ich jedem Einzelnen in die Gruppe. Ja. Insofern ist es einfach. Machst du unter den Post ihn am besten. Mache ich dann. Den Brainstorming-Post. Genau. Und ja, so habe ich es angekündigt. Ja, so machen wir das. Super, ja, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Dann freue ich mich, Sinje. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ne? Ja, danke euch und schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.